Gegentor von Philipp Lahm war. Neuer vielleicht nicht glücklich aus, aber das ist eine Situation, die hast du als Torwart einfach nicht im Griff. Lahm kommt um das Eigentor in seiner Statistik herum, das wird ihn aber nicht trösten. Ganz EM-Halbfinale in Österreich gegen die Türkei, da hat er zuletzt getroffen. Das Glück, dass Podolski am Pfosten, der gerade war, gar nicht so gut geschossen. Schweinsteiger gegen Razagic, 2-1! Eine hochverdiente deutsche Führung.